Guten Tag. Vielen Dank für die Post und vielen Dank für neue Follower. Ich danke sehr. Ich habe heute in meinem Preview gesagt, viele vage Männer und auch vage Frauen haben häufig an ihrem Partner etwas auszusetzen. Das merkt man sehr oft in den Beziehungen, weil die haben oft Streit. Und es gibt immer irgendwelche Meckerei von vage Männer oder Frauen. Das ist deshalb so, weil vage träumt von einem Ideal. Ich habe gesagt, bei vage geht es um das Schöne, Wahre und idealistische Vorstellungen. Und dann findet vage es in einem geliebten Menschen, diesen tollen Menschen, aber zu schnell entdeckt die Waage, dass die Menschen doch alle unvollkommen sind. Es geht um diese böse Spiele bei der Waage, dass sie so schnell enttäuscht wird. Deswegen, Waage mag zum Beispiel nicht irgendwelche vulgäre Ausdrücke. Viele Leute reden halt ja, vulgär und sind ordinär in der Ausdrucksweise. Sie sagen nicht, wollen wir ein bisschen Spaß haben und schön ins Bett gehen, sondern die nennen das bei Namen und sind ganz primitiv. Das ist ihre Art halt, so zu reden. Und Waage mag das nicht. Also bei Waage darfst du nicht diese ordinäre, simple, proletarische Ausdrücke benutzen, weil Waage wird sofort sehr enttäuscht und dann merkst du so eine kühle Zurückhaltung. Und so ähnlich ist es bei Waage, wenn Waage jemanden erobern will. Also wenn es um diese Eroberung geht, da muss man wirklich aufpassen, weil niemand spielt diese Rolle besser als eine Waage. Waage ist perfekt und Waage wird dir immer das Gefühl geben, dass du der einzige Mensch auf der Welt bist und du bist der Schönste und du bist der Einzige. Es gibt niemanden, nur dich. Nur Vorsicht, weil dann sehr schnell, wie ich gesagt habe, entdeckt Waage, dass die Menschen unvollkommen sind und sofort entdeckt die Waage in dir irgendwelche negativen Seiten und das gefällt ihr nicht oder du benutzt irgendwelche Ausdrücke, die Waage nicht gefallen. Und dann musst du merken, mit einer Zurückweisung, mit einem ganz eiskalten, kühlen Blick. Und vor allem Zurückweisung. Das ist typisch für Zwilling auch und Wassermann, also die Luftzeichen. Zwilling, wie gesagt, wenn man zum Zwilling sagt, ich liebe dich und ich will dich, dann musst du auch merken, dass Zwilling dich nicht mehr will, weil er weiß, okay, der will mich oder sie will mich. Jetzt brauche ich mich gar nicht zu bemühen. Jetzt gehe ich auf die Jagd und jetzt will ich die nächste Person haben. Und ähnlich ist das auch mit der Waage. Sobald Waage dir diese Komplimente macht und das Gefühl gibt, dass du der einzige Mensch auf der Welt bist und du akzeptierst das und dann geht das Spiel ein bisschen weiter. Plötzlich gefällt der Waage etwas nicht. Egal, die Waage ist sehr empfindlich. Entweder Outfit oder deine Ausdrucksweise nicht. Oder das Ganze überhaupt nicht. Oder deine Charakterzüge nicht. Und plötzlich geht Waage zurück, hat kein Interesse. Das ist so eine Art vom Jagdinstinkt, kann man das nennen. Aber es geht um diese böse Spiele, die Waage mit dir spielt und betreibt. Und deswegen soll man dann nicht so sehr da immer glauben daran, was Waage sagt. Du musst immer da eins wissen. Es kann sein, dass bald wird dich Waage verlassen oder plötzlich wird sie kühl. Sie wird mit dir flirten, schlafen, das auf jeden Fall. Und dann merkt Waage, ne, das ist nicht die Frau, das ist nicht der Mann, der mir wirklich gefällt. Und das ist sehr enttäuschend für viele Menschen,
weil manchmal träumen wir von Liebe, wollen wir einen Partner. Jetzt gerade kommt die kalte Zeit, jetzt kommt Herbst und Frost kommt schon langsam hier und da in die Wohnungen. Und dann findest du einen Mann oder eine Frau und denkst, wow, wie schön, aber zu schnell wirst du entdecken, dass diese Person, diese vage Person, dich doch nicht so will und nicht akzeptiert, so wie du bist. Diese bösen Spiele der Waage sind sehr gefährlich für die Menschen, die sich jetzt sehr schnell verlieben wollen und die jetzt einen Partner suchen. Aber für heute ist die Zeit leider um.